gucken, was passiert. So, in 3 Minuten kommen unsere Schlangen. Weißt du, der Dude kommt gerade in unseren Zoo und sagt direkt, was für ein langweiliges Gehege. Wilbert, du warst noch nicht mal richtig drin. Ja, wir haben Schlangen. Und auch Schlangenspiel mit einem Ball natürlich. Hallo. Guck mal. Das ist Mooch. Und Ajax. Amsterdam. Ach so, wartet. Wir müssen gucken wegen Essen. So, welcher Tierpfleger kümmert sich jetzt mit um seinen Geralt? Geralt ist schon länger dabei. So. Haben wir das auch zugewiesen? Ach du meine Güte. Ich sehe ja jetzt erst, dass der Pfau schon da ist. Vom witzig ist ja auch V? Oh, warum ist die Ernährung so schlecht? Moment mal. Aber ist doch gut. Okay, warte. So. Fliegende Stinktiere. Na, ich bin mal gespannt, was wir hier noch hinbekommen. Wir wollten den Bus kaufen. Ach, wir haben direkt noch 1000 Geld wieder zurückbekommen. Wir haben bloß 1000 bezahlt für den Bus. So, jetzt haben wir 2 Busse, die fahren. Geburt? Oh, Pretty ist geboren. Oh, wir haben so viele Hasen. Macy, da bist du Pretty. Oh, hallo. Dandy, wir haben zu viele Hasen, oder? Ich meine, ich glaube, noch ist die Kapazität okay. Pflanzenfresser. Ist das so besser? Es ist nicht. Nee, es ist schlecht. 19 Leute passten nicht in die Busse. Julia, es wird immer schlimmer. Aber wir haben jetzt 2 Busse. Es kann nur besser werden. Ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt besser ist mit dem Essen. Wenig Wasser? Oh, die brauchen mehr Wasser. Ach, geht doch noch. Macht mir nicht so einen Stress. So, er kriegt 2 Wasser. So. Gut, wir müssen jetzt warten, dass unsere Schlange ein Baby bekommt. Damit wir das dann
handeln können. So, das Problem ist, dadurch, dass wir jetzt die Gans zum V gemacht haben, wurden uns Moralpunkte abgezogen. Die nächste Entscheidung, die uns bevorsteht, müssen wir für die Moral treffen. Okay? Wir müssen dran denken. Ja, ich möchte jetzt nicht die Punkte ausgeben, ich muss warten. Danke. Wir könnten noch eine Schlange holen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die Gans jetzt hier bei den Schlangen mit reingesetzt hätten. Also der Pfau, der Arme. Mal, die Gans, die springt. Na gut, die anderen springen auch. Aber das sieht aus, als ob die sich gar nicht mehr... Wir haben kein Tierarztbüro. Das haben wir noch nicht erforscht. Das können wir nicht bauen. Wollen wir hier hinten noch eine Toilette hinbauen? So, können wir nochmal gucken. Zusammenstoß. Die Wege sind alle frei. Ach, hier geht's nicht durch, wegen dem Schild. So, jetzt ist frei da unten. So. Ja, ich... Aber wie viel Spielzeug... Die haben doch schon 3 Bälle drin. Mehr als... Ich habe aber noch nichts Neues erforscht. Die kriegen nur Bälle. Gut, dann kriegen sie halt nur mehr Bälle. Wenn es die Hasis glücklich macht, gibt es einfach noch mehr Bälle. So. Also wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie warten, dass wir Moralpunkte bekommen. Damit wir uns die Windkraftanlage kaufen können. Tschüss, der Bus kommt. Bis zum nächsten Mal. Geburt! Oh, schon wieder ein Hase. So viele Hasen. Pretty hatten wir schon. Oh, Julia. Es haben alle Leute in den Bus gepasst. Wie schnell die rennen, wenn der Bus kommt. Ja, es ist auf dem Dorf. Kann ich das verstehen, wenn nur alle 3 Stunden ein Bus kommt? Neue Aufgabe. Erhalte 25 Tiere. Okay. Wie bekommt man Moral? Na, wenn hier manchmal so Fragen kommen, dass du dich entscheiden musst zum Beispiel, da kriegst du Moralpunkte dann, wenn du die moralisch gute oder richtige Entscheidung triffst. Wie vorhin, als wir gesagt haben, wir geben den zugelaufenen Hund, geben wir den Besitzer zurück und behalten den nicht einfach bei uns. Zum Beispiel. Zisch, macht die Zunge, Schlange. Zunge. So, ich möchte den Zoo aber jetzt erstmal noch nicht weiter größer bauen, weil wir müssen jetzt erstmal... Ist denn hier eine schwanger? Die ist nicht schwanger.
Ernährung ist schlecht. Was? Warum? Ich frage mich, warum ich hier über 100% gehen kann. Da steht dann aber da überfüttert. Das ist ja auch doof. Ah, guckt mal, die ganzen Herzen. Oh, wir kriegen wieder zwei Lieferungen. Dieser Zoo ist urkomisch. Ich liebe das Pfau. Hä? Du kannst sehen, wie es angemalt ist, aber ich liebe das Pfau. Wieso? Guck mal, es ist eine andere Schlange. Die sieht anders aus. Bitte macht Kinder. Wir brauchen Kinder. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Tiere nicht benennen können, wie wir das möchten. Wie findet ihr das? King of Retail hat ein Update? Oh. Muss ich auch irgendwann tatsächlich mal wieder reingucken, ne? Wieso habe ich so wenig Zeit in meinem Leben? Ich brauche mehr Zeit, um Spiele zu spielen. Ich brauche viel mehr Zeit, Leute. Was? Daumen nach unten? Was, Nico? Warum? Gott, wie viele Babyhasen sind denn hier drin? Kann ich mit denen irgendwas machen? Da muss ich, dafür brauche ich Schweine, glaube ich. Die ist schön, die Schlange, die nehmen wir mit. Ah, hier ist was Neues. Oh, oh mein Gott, wie heißen die? Wasserschweine. Eine grüne Unterkunft haben wir schon. Dann holen wir erst die. Ja, wir haben Wasserschweine. Juhu. Unser Zoo floriert, Leute. Wie cool. Uah, Panik, der Bus fährt. Komisch, Rückzugs passen alle rein. In einen. Wir haben trotzdem noch zu viele Hasen. Wartet mal, hier gab es doch erst so eine Übersicht. Minus 21 fanden den Eintrittspreis zu hoch. Das heißt, wir können es teurer machen. Was? Futterknappheit? Du hast heute nicht genug Futter, um deine Tiere zu füttern. Geh zum Lagerraum, bestelle regelmäßig Futter. Ja, hab ich doch. Also, wartet mal. Wir machen teurer. Also, Moment. So, wir machen das 1 Euro teurer.
So, Futter ist gekauft. Wie viele Bälle wollt ihr denn noch? Wartet mal. Unsere Moral steigt nicht. Wir kriegen einfach keine Moral. Wir kriegen die Hasen jetzt ein Trampolin, okay? Ist das, was sie wollen? Ich habe eine eigene Farm. Ich kann eine eigene Farm haben. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Trampolin. Okay. Okay. Unsere Hasen haben Trampoline. Wir haben so viel Geld. Was machen wir denn mit dem Geld? Kann ich damit hier irgendwie was verbessern für die Tiere? Könnten mehr... Warte mal, können wir noch mehr Leute einstellen? Immer noch ein Hausmeister, vielleicht macht er hier irgendwas schön. Wir könnten auch noch mal neuer Bewerber, das ging aber schnell. So, dann suchen wir auch noch einen Tierpfleger. Kann ja nicht schaden. So, suchen wir über Social Media. Ich habe gesehen, dass es ein neues Baby gibt. Was ist schon wieder? Was? Schon Tag schon wieder rum? Schnell, die ist vom Klo gekommen. Nicht losfahren, Bus. Ach, Gott sei Dank, sie hat es geschafft. Oh, unsere Schlange und unsere Wasserdings da kommen. Unsere Wasserschweine. Oh, wer bist du denn? Finnegan! Und was seid ihr für Süßis? Okay, es ist schon cool, oder? Jetzt passen schon wieder die Leute nicht mehr in die Busse. Julia, wir brauchen schon wieder mehr Busse. Oh nein. Wir brauchen mehr Busse. The Horizon Herald. Kong ausgestorben. Den mächtigen Gorilla gibt es nicht mehr. Von der Jagd bis zum Verlust von Lebensräumen standen die Menschenaffen schon immer unter dem Druck der Menschheit. Und heute wurde der letzte wilde Gorilla, ein Männchen namens Bubbles, leider beigesetzt, wodurch Gorillas in freier Wildbahn ausgestorben sind. Ein Experte der Global Zoo Keepers Society machte Hoffnung. Obwohl diese majestätischen Tiere nicht mehr in freier Wildbahn sind, können wir sie dennoch wiederbeleben. Durch gezielte Zuchtprogramme in Zoos können wir diese Tiere wieder auswildern. Die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung der Dinge kann dazu beitragen, den endlosen Krieg der Menschheit gegen die natürliche Welt zu korrigieren.
Oha, ich glaube, das wird eine unserer Aufgaben. Oder? Neue Aufgabe, besitze mehr Busse. Ich habe in deinem Zoo investiert und auch in die Geschäfte von Mr. Sawyer, dem Transportverkäufer. Mir wurde klar, dass ihr einander braucht, um die Reichweite der Unternehmen zu maximieren. Wenn du 4 aktive Busse erreichst, kann ich dir einen Anteil an meiner Dividendenausschüttung geben. Gut. Wir brauchen Busse. Waldbrand. Oh, wir kriegen 5 Moralpunkte. Sehr gut. Eine brennende Sorge. Es gab ein riesiges Feuer im nahen Wald. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Kannst du an uns spenden, damit wir so viele Tiere wie möglich retten können? Noch etwas, du wirst dich um sie in deinem Zoo kümmern müssen. Wasserschweine. Und jetzt haben wir genug Moralpunkte. Jetzt können wir... So. Haben wir hier erstmal... das geklärt. Wein? Okay. Dann mach ich InDesign. Machst du Hausflipper? Spielst du das Luxury DLC? Die Schlangen sehen aus, als würden sie mich anlächeln. Ach, wie süß. Ach so, wir wollten jetzt hier das hier.